So, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück hier bei Let's Play Lego Pirates of the Caribbean. Ja, in der letzten Folge ist mir leider das Spiel abgeschmiert, sodass ich dieses Level hier nochmal spielen musste, aber wir sind jetzt am Ende angekommen. Und dann stecken wir jetzt mal hier unsere Schwerter rein. Das klingt komplett falsch. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und schauen mal, ob es diesmal funktioniert. Moment, ich muss mal kurz husten. Einen Moment. So. Und schon können wir rein zur Versammlung. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Ja, diesmal hat's besser geklappt und das Level ist ja noch gar nicht zu Ende. Naja, dann geht's ja noch. Und wir haben wahrer Pirat geschafft. Jawohl, ganz knapp. Ganz, ganz knapp haben wir es jetzt endlich mal geschafft. So, ich brauche irgendwoher einen Knochen. Kann ich hier irgendwie eine Knochen? Was kann ich hier holen? Irgendwie nichts, gerade hier in der Nähe. Ich benötige einen Knochen. Lalalala. Kann ich hier raus? Ja, kann ich. Und irgendwo muss doch hier ein Knochen zu finden sein. Kannst du mir nicht einen Knochen spenden, du Skelett? Das wäre zu gütig. Aber wahrscheinlich macht ihr das alle nicht, ne? So ein Mist. Du vielleicht? Komm schon, du hast doch einen Knochen für mich. Ja, da ist doch ein Knochen. Dankeschön. So. Lalalala, lalalala. Guck mal hier, Hundi, was ich für dich hab. Guck mal hier. Zack. So. Dann wollen wir den doch auch gleich mal benutzen, denn dort hinten könnten wir, glaube ich, was ausgraben. Hier. Und zwar eine Treppe, aha. Und die führt uns wohin? In irgendeinen Kellerraum. Ja, super. Jetzt bräuchten wir hier einen... Ach so, da kann der Hund durch. Wollte gerade sagen, einen kleinen Charakter. Aber gut, wenn der Hund da durchpasst, dann passt das ja. So, muss der jetzt hier irgendwie den... Ja, super. Was soll ich jetzt mit dem machen? Tja... Irgendwie müssen wir doch noch hier in irgendeiner Kurbel drehen. Ah ja. Ach, da hin. Da mit dem Hund hätte ich an dem Dings rangemusst. Okay. So, einmal das Buch geholt. Ach, das ist der Piratenkodex, genau. Ja, ja, ich habe den Film ein wenig gesehen, sodass ich jetzt endlich auch mal wieder Hintergrundwissen habe. Wobei ich mir den vierten nicht angeguckt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir in der dritten Staffel sind. Ist schon ziemlich lange her. Aber mal sehen. Ja, und damit ist der Hohe Rat der Bruderschaft auch abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Wir erhalten Kapitän Elizabeth. Kapitän vor allen Dingen. Wir haben wahrer Pirat geschafft.
Ja, wenn ich nicht dabei quatschen muss, dann geht's sogar. 21.000 Münzen kriegen wir dazu. Eine Kurbel haben wir gefunden, eine Perücke, eine Fackel, ein Hebel, was auch immer. Einen goldenen Stein für Level abgeschlossen bekommen wir. Und einen für wahrer Pirat. So, und weiter geht's, ab in die Geschichte. Wir wollen auch die dritte Staffel irgendwann mal zu Ende bringen. Ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht. Oh Gott. Na, na, na. Jetzt hatte ich monatelang mal Ruhe, weil ich so weit vor, im Voraus produziert habe. Und jetzt muss ich hier wieder durch. La la la. Ladebildschirm. Oh, der Krieg beginnt. So, wir müssen nun, soweit ich mich noch richtig erinnere, Kalypso freilassen. Dafür brauchen wir noch die anderen Utensilien der anderen Piraten und wir brauchen einen Regenschirm. Nein, verdammt, ich wollte doch auf die Planke springen und nicht daneben. Nein, verdammt. Ja, super. Haben wir 4 plus gemacht jetzt. Bringt das irgendwas, wenn wir uns da drauf stellen? Irgendwie nicht. Jetzt muss ich natürlich wieder überlegen. Vorgespielt habe ich ja nicht. Ich habe nur das gespielt, was wir spielen mussten. Hoppala. Wieso muss ich denn jetzt da durchgucken? Was muss ich denn beobachten? Ja, hoppala. Ja, 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 ja. Dich soll ich beobachten, okay? Dann gehen wir mal mit dir darüber. Ah! Ja, vielen Dank. Dieses Utensil brauchen wir. Das muss da rein. So. Und schon wird Kalypso ein bisschen größer. Ob wir das wollen, ist jetzt eine andere Frage, aber wir müssen es nun mal tun, ne? Es führt manchmal einfach kein Weg dran vorbei. Und da ist auch endlich der Regenschirm. Sehr gut. Den brauchen wir für den jungen Mann hier hinten. So, da ist dein Regenschirm. Dafür kriegen wir jetzt bestimmt dein Auge oder so. Ja. Habe ich mir fast gedacht, das ist nämlich auch eins der Utensilien. So. Was denn noch? Hier können wir noch ein bisschen was kaputt machen. Finden wir dann sonst noch irgendwas hier drin? Anscheinend nicht. Eine Fackel, ja. Super, was sollen wir mit einer Fackel? Eine Fackel ist, glaube ich, keins der Utensilien, die wir benötigen. Muschel, kaputt. So. Haben wir irgendjemanden, der schießen kann? Ich hoffe es doch mal. Können wir hier nicht rein? Da ist irgendwas drin. Und wie kommen wir ran? Ich weiß es nicht. Kannst du schießen? Kannst du schießen? Du kannst was werfen. Sehr gut. Das bringt uns nur ein Seil. Okay. Mit dem können wir hier hoch. Und ah, da ist der Diamant. Den brauchen wir auch. So, einmal hier runter. Hoppala. Jetzt habe ich den Diamanten fallen lassen. Gib ihn zurück. So. Lalala, lalala. Hinein.
Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt nochmal ein paar Bosser und machen nochmal das gleiche. Denn ich glaube, da oben ging es noch weiter. So. Einmal hier entlang. So, Fackel. Mit der Fackel entzünden wir dann mal hier die Kanone. Die Kanone schießt dann da unten drauf. Sehr gut. Dann einmal hier ans Seil. Wieder runter. Und da haben wir eine Currywurst oder was auch immer das ist. Gut, die auch noch hier rein. Wie 4 von 8 erst. Das Baguette, das Horn. Ne, das Baguette und das Horn fehlt uns noch. Tja. Wo sind die Dinger denn? Haben wir hier noch irgendwas? Okay, hiermit können wir runter. Aber irgendwie auch nichts da unten machen. Nee, das hat irgendwie nichts gebracht. Irgendwie müssen wir bestimmt noch das Fass da kaputt kriegen. Ah, hier ist das Horn. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch das Baguette. Bäh. Jetzt wird die zu so vielen Krabben. Das muss man doch auch bestimmt irgendwie nach oben befördert bekommen. Nur wie? Ich vermute nämlich mal, dass hier drin das Baguette ist. Aber wie kriegen wir das nach oben? Ja, ja, stellt euch nicht so an, sind doch nur Krabben. Hier hoch. Nochmal hier dran. So, und wenn ich mich jetzt nochmal hier dran befördere. Ja, super. Irgendwie was bringen tut's mir auch nicht. Ich dachte vielleicht mit so einem Sprungangriff. Wie lässt sich der denn da bewegen? Irgendwie sehe ich auch keine Halterung oder sonst irgendwas. Ach so. Ach, man kann da einfach mal einmal dran gehen. Okay. So, nochmal. Dann geht das bestimmt auch noch ein drittes Mal. Und vielleicht auch sogar noch ein viertes Mal. Aber irgendwie bringt mir das auch nicht weiter. Bringt mich das auch nicht weiter. Mein Gott, manchmal habe ich auch einen Sprachfehler. Wo finde ich denn jetzt das blöde Baguette, verdammt? Das kann doch nicht sein. Das ist doch hier unten. Das ist doch da drin, oder nicht? Da ist es doch. Nur wie komme ich da dran? So Mist. Hoppala. Bin ich die falsche Person? Ein Moment. Brauche ich dafür... Ach, verdammt. Brauche ich dafür vielleicht... Na jetzt. Ist doch nicht wahr. Will Turner? Weil das wieder so... ja, nicht die Grünen wie bei seinem Vater sind. Also die grünen Steine. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn da dran? Ach, da ist ja auch noch ein Kraken. Wieso kann ich denn nie da dran springen? Nur ich sehe gerade, da ist ja auch noch ein Kraken davor. Moment, kriegt man den nicht mit Licht weg? Boah, wenn man einen Monat nicht gespielt hat, dann vergisst man auch wieder alles. Aha. So, und so kriegen wir dann auch das Baguette. Und jetzt, das gibt's doch nicht.